Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, genau, wir müssen ja reiten. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich da so durchkomme, aber naja. Wir machen das schon. So, zum Missionsziel gelangen. Und kann mich auf jeden Fall nicht verlaufen. Ist das Bayek? Ja. So, wolltest du was von mir? Bewegung! Los! Gib den Weg frei! Dann haben wir auch noch ein ganzes Stück vor uns, ey. Aber wir kommen von da aus dann besser zu dieser anderen Mission. Und die mit Level 39 und so. Ja, ich weiß nicht, also ich pack die nicht. Mal gucken, was für ein Level erreicht haben, wenn wir jetzt diese beiden Missionen hinter uns haben. Vielleicht schaffen wir sie ja dann doch. Ansonsten muss ich es erstmal lassen und ja. Erstmal Kleopatra krönen lassen. Na, jetzt kann ich jetzt noch ein Schrittchen schneller reiten hier. Also, was mich ja wirklich fasziniert hat oder eher verwundert hat, ist, dass es in Ägypten Hyänen gab. Oder gibt. Also, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, die leben nur in Afrika. Also, ja. Ne? Ich weiß, dass das der Kontinent ist, aber ich meine jetzt, ich dachte eher so, so Dschungel, also was heißt dschungelmäßig, sondern so Savannamäßig. Nicht so direkt in Ägypten drinne. Das hat sich jetzt bestimmt total bescheuert angehört. Wie gesagt, ich weiß, dass Afrika der Kontinent ist, aber weiß ich nicht. Ich hätte das nicht gedacht, dass sie da leben. Also da jetzt in Ägypten. Was? Was? Was soll das denn? Ich töte dich. Wieso wollen die mich töten? Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Unser Meister blutet! Schnell! Ja, der Meister blutet. Was machst du denn jetzt? Wo ist mein Pferd? Jetzt haut meins auch noch ab. Wieso haben die mich jetzt angegriffen? Wie schon so berühmt in Siva. Reise zum Saragina-Lager. Ach ja, da muss ich jetzt jemanden töten, bestimmt. Wow, ich muss Rom zu verstehen geben, dass sie die Finger von Siva lassen. Keiner dieser Männer wird überleben. Okay, töte die Invasoren, alles klar. Ja, du bist nicht gemeint. Keiner wundert sich, warum das Pferd da steht. Keiner soll überleben. Das kann ich am besten. Da steht direkt oben einer. Werft eure Schwerter, Männer! Bald braucht ihr sie! Halt! Ich muss mir den da oben schnappen. Hey, was? Zeig keine Gnade. Erledigt das schnell und unser römischer Patron wird gut zahlen.
Wo ist er? Ihr müsst sie lehren, Anubis zu fürchten. Der Typ ist weg. Erledigt das schnell und unser römischer Patron wird gut zahlen. Da sind doch einige. Ach komm, mein Mädchen, greif mal einen an. Ihr müsst die Lehren Anubis zu fürchten. Jeder denkt sich so, das Vieh hat doch wohl einen an der Klatsche. Falls sich jemand widersetzt, zeigt keine Gnade. Kann ich den direkt auf den oben Platz töten? Ich denke schon. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Okay, wir kriegen wieder einen Sturm. Den es ja schon so oft hier in Siva gab. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Alle da kommt ein Sandsturm. Vergiftet, außer er. So, jetzt werden sie alle sterben. Langsam. Tot, 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 tot. Das klingt nach Ärger. So, den Löwen lassen wir mal raus, weil der wird uns natürlich jetzt ein bisschen helfen. Der wird jetzt ein bisschen Theater für uns machen. Und das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Ich könnte deinen Tod ganz genüsslich in Szene setzen, aber ich habe Besseres zu tun. Oh, du redest gerade mit einem Tier, Junge. Ey, bleib locker. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Hey, was? Endlich! Da bist du! Da ist auch noch einer. Was? Hey. Und ich glaube, hier war auch noch irgendwo einer. Verdammt, ey, was? Was ist denn da jetzt? Da kommen noch mehr oder was? Was ist das? Oh. Was? Was? Was ist los? Wo ist er? Du Wurm! Als ich jemand. Das war's! Stirb! Hallo? Ich kann nicht sehen.
schlitze ich auf. Das. Da muss ich wahrscheinlich. Zu Ihrem Kommandanten. Er wird sicher wichtige Informationen bei sich tragen. Auszuwenden, das bleibt uns überlassen. Wird mir mehr über Ihre Pläne verraten. Wir müssen da jede Schicht der Gesellschaft umfassend unterwandern. Adras als Hauptmann meiner Armee ist es deine lieber zu erobern. Hier, ihr könnt ja selber lesen. Ich zerstöre diese Karren. Und Djibade wird bald Anubis treffen. Lass mich raten. Diese Karren sind nicht gerade nur hier in der Nähe, oder? Nö. Ach. Ja, dann nehmen wir jetzt aber erstmal hier die andere. Ach, bis dahin muss ich auch lange reiten. Oh, das war jetzt nicht mal ganz so weit, aber... Naja, komm, egal. Egal. Ich denke, ich werde jetzt, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt einen Cut machen? Ich denke, das ist für euch zu langweilig, wenn ich das jetzt hier so durchlaufen lasse. Obwohl, wir kommen ja auch, durch, ich glaube, durch eine Stadt, oder durch zwei Städte kommen wir ja auch. Na, das ist euch zu, das ist für euch zu langweilig. Ich mache einen Cut und dann, wenn ich so in der Nähe bin, dann mache ich wieder an. Bis gleich. So, da bin ich kurz wieder. Ich habe jetzt nur angemacht, weil wir sind jetzt in den grünen Bergen angekommen und durchqueren die jetzt. Ich wollte das jetzt mal eben kurz anlassen, damit ihr euch halt mal umsehen könnt, weil ich weiß natürlich nicht, ob irgendeine Quest uns hierhin nochmal bringen wird. Ich kann auch mal so von Anfang an hier so durchgehen. Da ist schon eine Quest, haben wir schon gefunden. Aus dem Weg. Ich denke, ist mal ganz interessant, das zu sehen. Da ist noch ein Fragezeichen, das zeige ich euch noch und dann mache ich halt wieder einen Cut. Ach so, nur hilft den Zivilisten. Ja. Na, hier ist viel. Oh Gott, hier werden sie gekreuzigt, die Leute. Grauenvoll. So, da wir 3 Minuten verloren haben, hänge ich die natürlich hinten dran. Und ich denke, es wird sich jetzt auch nicht lohnen, jetzt nochmal auszumachen, denn wir sind gleich eh da. Und zwar ist das diese Quest mit der Arena. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich die natürlich nicht angenommen. Weil die mir eigentlich relativ egal ist. Aber ja gut, jetzt sind wir eh schon dabei. Das ist also die leuchtende Stadt Kyrene. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die die Römer den Griechen hier gebracht haben. Oh.
Wo muss ich denn hoch? Achso, ich muss da hoch. Boah, hier haben wir aber viele Aufgaben zu erledigen. Da muss ich jetzt aber mal eben gucken. Boah, guck mal, wie viel ich schon aufgedeckt habe. Hier hätte ich doch auch eine aufgedeckt. Ja, hier kommt ein neuer Herausforderer. Ich weiß nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Aber auf jeden... Achso, ich muss näher ran. Da, guck mal, damit... Ach. Ach, erblindete Augen. Schatten von Apollo. Carpe diem. Der gute Römer. Carpe diem. Die Freiheit nehmen. Der Strahlenkranz der Jägerin. Und mein Bruder für ein Pferd. Okay. Tod im Wasser. Der Floh von Kyren. Die Mausefalle. Was ist das? Gründungsvater. Unterhalte ich euch nicht. Okay. Ich glaube, ich hatte hier unten aber auch noch welche, ne? Die ich noch nicht freigeschaltet hatte, oder? Da hatte ich alle freigeschaltet. Tatsache. Ich hätte gedacht, habe ich nicht. Ah, nee, habe ich auch nicht. Hier ist noch einer. Dunkle Haut, leichter Schritt, grüblerisch. Du musstest Ivana sein, von dem Felix geschwärmt hat. Es braucht einiges, um den zu beeindrucken. Du musst gut sein. Wir machen jetzt einen Deal, aber lassen wir die peinlichen Vorstellungen. Und dann arbeite ich mich eigentlich von hier wieder vor. Dein Ruf eilt dir voraus. Wenn du gekommen bist, um für Gewinn und Ruhm zu bluten, dann empfängt dich Kyrene mit offenen Armen. Warte mal, das war's? Unterhalte ich euch nicht, nee. Na, ja. Ich mach erst da. Ich gehe erst die suchen. Okay, da oben? Oh, Hundis. Ach, sind die süß. Ganz oben. Ist ja gerade was runtergefallen? Was ist denn da jetzt runtergefallen? Tempel des Zeus. Ha. Und nu? Aha. Toll. Das war jetzt diese tolle Quest. Mausefalle und Gründungsvater kriege ich noch. Tod im Wasser brauche ich nicht. Und mein Bruder für ein Pferd brauche ich auch noch nicht. Aber Strahlenkranz der Jägerin. Ich würde sie ja rein theoretisch alle wieder annehmen. Aber dann passiert mir nachher wieder sowas wie mit dem... Eine Katze, ehrlich? Einen da mit... Eseokles, aber meine Freunde nennen mich Essio. Nun, Essio... Und passiert mir wieder sowas wie mit dem einen da, mit dem verbrannten Dorf, der mich dann dahin gelockt hat. Springst du nochmal für mich und meine Freunde?
Auf dem Weg erzähle ich dir von meiner Heimat, der fantastischen Stadt Kyrene. Wie könnte ich dieses Angebot ausschlagen? Geh voran, Ezio. Meine Bande und ich geben dir eine Stadtführung, Bayek. Oh, eine Bande? Ja, ich bin das wichtigste Kind in ganz Kyrene. Das sieht man, Ezio. Gehen wir zu den Bädern. Da laufen die Menschen nackt herum und lassen sich mit Ölen einreiben und massieren. Ich hasse es, wenn meine Haare nass werden. Du nicht auch? Deshalb habe ich es ja auch abrasiert. Und hinter den Ohren waschen auch, oder? Ja, ein reicher Römer aus der Zitadelle ließ es erbauen. Wie auch immer. Er gab 10.000 Drachmen für einen Boden aus kleinen Steinchen aus. Und das für einen Ort zum Waschen. Wenn ich groß bin, suche ich mir eine Frau, für die ich mich nie waschen muss. Solche Frauen sind schwer zu finden, Ezio. Kannst du von da oben springen? Von ganz da oben? Das wäre sein Todesurteil. Na klar, mein Junge. Das mache ich mit geschlossenen Augen. Kommt alle her und seht Bayek fliegen. Niemand kann so hoch klettern. Oder? Seht ihr? Oh ja. Ich habe gesagt, er ist tapfer. Ach du meine Güte, was wenn er abstürzt? Der klebt wie eine Eidechse am Stein. Ja. Bitte jetzt. Ja, ja. Oh. Seht ihn euch an. Spring, spring, Bayek. Wir sehen dir zu. Ein paar dieser Angsthasen dachten, du verpierst den Karren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Das ist unmöglich, oder? Ich war mir selbst nicht sicher, Ezio. Er schießt durch die Luft wie ein Adler. Kannst du nicht synchronisieren? Du bist Ägypter, ja? Mein Vater sagt, ihr betet andere Götter an als wir Griechen. Wir haben ein paar gemeinsam. Wie Serapis. Oh ja, Serapis. Hab von ihm gehört. Apollon ist mein Liebling und er ist griechisch. Er mag Poesie, Musik, Wein und das ganze Zeug. Aber ich finde ihn gut, weil er Pfeil und Bogen hat und gerne jagt. Jagst du auch gerne, Bayek? Oh ja. Ich habe immer mit meinem Sohn gejagt. Wenn du von Apollons Tempel springst, dann sieht er dir vielleicht vom Olympus zu. Und belohnt mich mit meinem eigenen Bogen, damit ich im Wald Hasen jagen kann. Das würde ich gerne sehen. Leg schon, leg schon! Oh, das ist er. Ist Apollon nicht beeindruckend? Ah! Wir sollen jetzt von Apollons Tempel springen. Ist das nicht... Das ist doch der, der die Sonne gemacht hat, oder nicht? Das ist doch dieser Sonnengott. Na, ich weiß schon, nach ganz oben, bitte. Wir sehen alle zu. Ich kann nicht hinsehen. Sag mir, wenn es vorbei ist. Er ist so mutig. Habt ihr mal einen gesehen, der so mutig ist? Und ich habe ihn gefunden. Ich weiß, Ezio. Das ist der schönste Tag. Mach Apollon stolz, Bayek. Wie soll ich das jetzt normal machen? Ja, der ist schon hochgeklettert. Ich hatte jetzt gerade gedacht, die Kinder kriegen gerade Ärger. Apollon mich sicher belohnen. Geschafft! Du hast es geschafft! Unser Freund Bayek macht das Unmögliche möglich. Auf zum nächsten Sprung. Geil. Ja. Und gleich nehmen sie mich aus.
Oder rauben mich aus. Nun, du hast mir eine Herausforderung versprochen. Da oben darf niemand sieht hin, aus, als wenn ich der Rattenfänger wäre. Aber du siehst aus, als kämst du mit ein paar mickrigen Lieben. Also jetzt nicht mal, dass ich die Kinder, ich die Kinder als Ratten ansehe, sondern weil so viele und ich so... Lass dich bloß nicht erwischen! Hera, Göttermutter! Das ist zu hoch! Na los, spring, Bayek! Spring von der Spitze des Turms! Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ego ludri sordida! Oh ja. Kannst du nicht nochmal springen, Bayek? Bitte, es ist mein Geburtstag. Lügner, der war letzten Monat. Lasst ihn in Ruhe. Und das nur für Kinder. Doch, er ist nicht euer Sklave. Er ist ein wichtiger Mann und er hat wichtige Dinge zu tun. Leb wohl, Bayek. Komm wieder, wenn ich älter bin. Dann heiraten wir. Glaubst du, mit etwas Übung können wir auch so springen? Hey. Diesen Tag vergesse ich nie. Übt es nicht. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Flo. Da ist er, ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Ha, Flo, ich habe meiner Schwester von dir erzählt und jetzt lässt sie Diokles links liegen. Seht alle her, das ist der Flo von Kyrene. Oh. Oh, was kecht mir noch? Nun es hätte. Kerabne und dia. Di und du, du esti. Idiotin. Oran pulim. Ach, Idiotin. Total süß, die Kleine. Di und du, du esti. So fost du, esti. Erotel. Oi. Sind viele Ägypter in Kyrene? Die Maus urteilt nicht über dich. Aber du stichst heraus. Die Maus? Idiot. Ein komischer Name, mein Freund. Ja, ja, ich bin die Maus, weil ich auch an die schwer auffindbaren Dinge komme. Wenn du mir zu meinem Geschäft folgst, zeig ich es dir. Ich habe Bögen, Klingen, Zepter. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das garantiert dir die Maus. Herr... Bayek. Nun gut, dann zeig, was du hast, Maus. Hast du keinen Ärger mit den Römern? Nun, du weißt, was man über unsere lateinischen Freunde sagt. Die Griechen haben den Dreier erfunden und die Römer haben Frauen hinzugefügt. Außerdem weiß ich, wie man unentdeckt bleibt, Herr Bayek. Mit meinem Aussehen muss ich das. Die Leute meinen, die Maus hätte nur Pech. Sie verstehen nicht, dass ich Unternehmer und Retter der Obdachlosen bin. Die Römerschweine haben eine Truhe mit in die Garnison genommen. Bitte holst du sie zurück. Und warum sollte ich das tun? Weil du weißt, wie es sich anfühlt, verachtet zu werden, unterdrückt von denen, die sich für was Besseres halten. Die Maus verendet auf der Straße, wenn niemand ihn unterstützt. Was wird dann aus den Kindern? Denkt denn niemand an die Kinder? Für meinen Retter würde auch eine üppige Belohnung rausspringen. Ich will nicht die Kinder auf dem Gewissen haben. Die Götter sollen dich segnen. Ich warte in der Taverne hinter den Badehäusern. Viel Glück, mein Freund. Mm.
Ich glaube irgendwie nicht, dass das wahr ist. Oi. Okay, Ziel gefunden. Diese Zone ist tabu. Oh toll, wie soll ich das denn jetzt kriegen? Die ist irgendwo da unten. Wahrscheinlich ist die in dem Haus. Ja. Okay. Ich hatte mich getäuscht. Hier ist nichts. Nolite Ivi! Wie komme ich denn da runter? Tibiabe! Ibi Manere! Es soll hier unten sein, aber wie komme ich denn da unten? Oh. Du hast mich nicht gesehen. Oh, 34. Truhe der Maus. Okay. Ich flüchte mal eben. Muss ich tragen? Ich habe da vorhin was gesehen, was man hätte lesen können. Hier auch noch mit der Kiste rausrennen, ey. Wow. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Ich kann ja nicht mal einfach rausspazieren hier. Stante! Mora! War klar. Nein! Weil ich zu voreilig war. Ich wusste es. Ich muss sowieso jetzt Schluss machen. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.